Yo Freunde, was geht ab? Zu einer neuen Folge von Assassin's Creed, der ICO Collection in Assassin's Creed 2. In der letzten Folge hatten wir eine der geilsten Missionen, zumindest eine der geilsten Parcours-Missionen. Die hat echt mega Bock gemacht. Und jetzt, oh, hallo, sollen wir uns einem begegnen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Nur noch den Steckbrief mit. Auch wenn ich nicht weiß, ob das was bringt. Zum Glück schauen wir kurz auf die Karte. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn hier überhaupt? Ich meine bestechen, ne? Glaube ich, war das so. Okay, was ist das? Assassinengrab. So, okay, das können wir uns mal gerne anschauen. Hey, Stronzo! Stimmt was nicht! Ernsthaft angreifen. Komm doch her. Du auch noch? Da oben links eigentlich, damit sich was auf. Alle müssen einfach alle stehen. Ist schon geil. Aber leider nicht so bis. Wir schreiten da schon. Geh mal hoch. So, ich glaube, das ist. Ich weiß gar nicht. Ist das Part? Ich glaube, wir sind schon über Part 10, oder? Oder ist das Part 10? Ich weiß es nicht. Ich hab den Überblick absolut verloren. Und ich weiß nicht, ob die 100% machen, Leute, also. Mal schauen, mal schauen. Also, die alle Türme aktivieren, ich weiß nicht, ob die das machen. Oh Gott, ich wollte. Salben. Auf jeden Fall machen wir erstmal die Hauptstory zu Ende, dann schauen wir mal. Verdammt, schon wieder neben dem Schwert dort. Passt. Benehmt euch! Wollt ihr wirklich, dass ich mein Schwert ziehe? Das wäre das Letzte, was ihr jemals seht. Ist der Glaubler oder sowas? Alter, schubst du mich? Hau ab hier! Ich will dich nie wieder. Oh Mann! Ich wollte nur einen ruhigen Tag. Komm ohne dich! Ich wünschte, ich hätte nur eine unsauberer Kurat. Dicker Senior. Seid gewarnt, meine Freunde. Er tötet zum Vergnügen. Ohne Sinn und Verstand. Ihr könntet der Nächste sein. Oder euer Vater, eure Töchter. Oh, ich schäfe nicht mehr. Was ist das L? Was ist das L hier? Ist ein Nemesis oder so? Und der ist Leonardo. Wenn wir den Ruhe seid oder nicht, komm. Können wir mal schauen, ob das. Ob wir die irgendwie vielleicht hingeben können. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich muss nur diesen Buchstaben ersetzen, das hier rüber bewegen. Und das war's. Okay. Also, nee, okay. Hallo, bekomme ich jetzt auch was dafür, Leonardo? Nein, okay. Dann nicht. Jetzt gehen wir kurz zum Doktor. Kommt, meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin! Kannst du es mal gern heilen? Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. So, dann gucken wir ganz kurz, was das hier ist. Ich glaube, wo wir in der letzten Folge drin waren, oder? Was ist das? Obwohl, hier waren wir noch gar nicht dran. Alter,
gedacht, ey. Was bringt das jetzt, uns da unten zu sein? Oh, das sieht super krass aus. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Okay, sind die irgendwie so noch was? Ganz bin ich da noch nicht so rein. Ja, können wir hochgehen. Das Ganze ist dumm. Was können wir machen, ne? Wieder geklettert. Okay, Nils. Gott. Spring doch. Ich will nicht springen. Wir werden abkürzen, oder? Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ja. Ist doch schon mal gut. Jetzt hier hin? Nee. Anscheinend nicht. Ah, okay. Okay, und jetzt? Ja. Tatort, ne? Schon geil gemacht. Ist nicht mehr runterfallen, weil sonst. Ich will den ganzen Weg nochmal machen. Das wäre echt nicht so cool. Okay. Bisschen nach rechts. Wir müssen hier lang. Ich glaube, hier ist wieder eine Abkürzung, oder? Ja. Oh Gott. Wer hat das hier gebaut, ja? Da nach oben ist mir. Ja, gar nicht mal so kompliziert. Hey! Gott. Ich bekomme hier eine Leiter. So, okay, also jetzt müssen wir. Nee. Hä? Jetzt habe ich gerade den Weg etwas verloren.
Ah, okay, doch hier hoch. Ich weiß ja eben nicht. Okay, aber wie geht's da hoch? Oh Gott, was machst du denn, Ezio, du kleine Mist? Oh. Manchmal frage ich mich echt, was der da macht, ne? Ich bin's ja eigentlich, aber... Jetzt bist du nochmal den Weg. Sprinte entlang. So, und jetzt? Jetzt fahre ich nicht mehr weiter mit Schnittspiel. Also ein Versuch noch, dann habe ich schon Bock mehr. Dann bin ich sauer. Wieso springt denn der so dumm, Mann? Ey. Oh, diese Steuerung. Also die Steuerung ist echt, ne? Das ist ja ein altes Spiel zum Erwarten, ne? Kriegt schon einer auch. Muss man ja ehrlich sein, ne? Jetzt. Bam. Nein. Nicht hängen lassen. So, rüber hier. So, und jetzt hier rüber. Dahin. Ah, okay. Ja gut. War auch schwer zu finden. Bin ich mal runterfallen. Okay, hier können wir einfach hochgehen. Das ist schön. Geh mal links. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Dann mal schauen. Kommt hier noch irgendwas? Soll ich hier vielleicht hoch? Nö, also hier geht's glaube ich nicht weiter. Aber wieso hängt das dann hier? Da oben, doch, da muss es weitergehen. Oh, jetzt muss ich nochmal ganz allerdings raus. Ich weiß, es ist echt kompliziert. Geh rüber. Hä? Will ich rüber gehen? Der kommt nicht da hoch, oder? Ah, doch. Okay. Sehr gut. Alter, was eine Kletterfolge bis jetzt.
Können wir nicht rein? Da ist ein Leuchte, oder? Was soll denn die Leiter bringen? Ich glaube, ich brauche eine andere Seite. Da hinten hat was geleuchtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig war. Ich guck mal nochmal zurück. Ne, da kam er her. Ist hier irgendwas? Ah, hier geht's hoch. Wie hoch oben sind wir eigentlich? Holy crap. Irgendwann ist doch mal genug, oder? Alter. Wenn ich jetzt runterfall, das wär's. Okay. Ich hab den Ball drin. Das ist wohl der Hauptschatz. Das Geheimnis ist Durum. Okay, wir haben das eine da verpasst, was da drin war. Aber ich glaube, ist das nicht so wichtig, oder? Es regt mich jetzt schon ein bisschen auf, dass es jetzt, dass ich das jetzt schon verpasst habe, aber egal. Eine coole Mission. Zum Klettern. Okay, aber was können wir mit dem Spiel jetzt machen? Die zwei Schätze kurz holen. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich fall einfach runter. Wie so ein Depp. Ja, das hätte sie gestorben, ne? Scheiße gelaufen. Mann. Okay, aber ich will jetzt unten. Das ist so die Schätze. Ein bisschen was stehlen. Ich habe meine Waffe nicht. Ist unter. Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen, hirnloser Penner? Spät. Komm, greif mich an. Aua. So, danke für die zwei Kisten. Wir haben jetzt fast 20.000. Können wir eigentlich shoppen, die Münzen, wenn irgendwas Neues gibt, ne? Guck mal, vielleicht gibt es hier irgendwas. Was denn so? Gemälde?
Yo, Alter, ich weiß einfach. 3000. Was bringt uns das? Braucht man das hier einfach so ein? Schatzkarten. Sind doch eigentlich ganz gut. Grazie und kommt bald wieder. Okay. Jetzt sagen wir, gehen dann jetzt zur Hauptmission. Ich glaube, dann rennen wir den auf der Karte. Aber machen wir auch nicht. Brauchen sind hier willkommen. Ich will mal ganz kurz hier in der Werkstatt mal schauen, ob hier was gibt. Haben Sie was für mich? Ach so, nein. Ich habe X gedrückt. Oh mein Gott. Ich bin so ein Depp. Jetzt sind wir hier in der Villa. Eigentlich können wir jetzt zurück, ne? Das sind die Schnellreise-Station. Wollen wir eh? Hier, Leonard. Werkstatt haben wir in Nähe. Okay, wir haben erst einmal ausgetestet, ne? Dann wissen wir auch das Bescheid. So, auch mal. Wir sind sogar direkt neben der Mission. Mag teuer sein. Guck mal hier, was das hier gibt. Oh. Ah ja. Das gibt uns ordentlich Leben. Kaufen das mal. Wäre aber hier. Ich zähle einfach. Hätten wir stark jetzt? Oh ja, wir haben mehr Leben, ne? Okay, jetzt haben wir nur noch 7000. Ja, wir haben gut was ausgegeben. Hat auch nicht so viel. Verhindern, dass die Verschwörer die Familie angreifen. Die Zielfamilie. Wer wird hier angegriffen? Das gibt's ja gar nicht, Alter. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Alter. Giuliano, nein! Rot. Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade. Keine Gnade für dich, du räudiger Hund. Stirb, stirb, stirb. Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum, Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Stirb! Yo. Stirb einfach! Warte. Bitte! Ich brauche Hilfe! Oh!
Komm her. Bam, Pause ins Gesicht. Verdammt. Sind ja noch welche. Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Ah, nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Bleib dran. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Lasst mich in Ruhe. Francesco de Pazzi. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber seid. Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Wo ist ein Schild? Hey, wo ist denn der Typ? Wir am Kämpfen. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Komm. Ich bin schön. Ich kann nicht sterben, ich bin schön. Okay. Runter. Hilfe! Mörder! Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich hoffe, der Kampf könnte verlieren. Aber nein. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ey, ich war so der Typ. Anschließend. Okay, das war's gestorben. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein, schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Oh, lasst mich in Ruhe. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Hier geht's weiter, Leute, aber genau an der Stelle werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge. Peace.